Unsere MV-Reporterin Moni ist heute auf der Sonneninsel Pöhl unterwegs. Liebe Zuschauer, ich darf Sie wieder begrüßen zu einem neuen MV-Reporter hier bei uns. Ich bin diesmal unschwer zu erkennen auf der Insel Pöhl unterwegs und ich bin verabredet im Café Frieda, denn wir wollen einmal schauen, wie die Gastronomen, die ja jetzt wieder offen haben, ihre Schutzkonzepte umsetzen. Direkt an der Wismarbucht gelegen, 10 Kilometer von der Hansestadt Wismar entfernt, kann man auf dem 36 Quadratkilometer großen Eiland vieles entdecken. Ruhe, plattes Land und leckere Obsttorten. Besagte Obsttorten und deren Bäckerin will Moni heute näher in Augenschein nehmen. Kathi Gordon betreibt das Café Frieda seit mehr als 11 Jahren. Sie ist auf Pöhl groß geworden und kennt die Insel wie ihre Westentasche. Sieht aber auch echt gut aus. In ihrem Café gibt es neben den feinsten hausgemachten Kuchen und Torten auch Kunst zu entdecken. Eine gelungene Symbiose, die zum Verweilen unter majestätischen Buchen einlädt. Ja, Kathi, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich jetzt erstmal schönen Kaffee bei dir bekommen habe. Café Frieda, wie ging es euch die letzten Wochen, die letzten Monate? Ja, das war natürlich eine harte Probe. Aber wir haben, wie alle anderen, im Oktober schließen müssen und waren seitdem zu Hause. Auf Pöhl ist ja dann auch nichts los. Es kommen keine Passanten, die groß irgendwas möchten. Und das ist sehr bedauerlich gewesen. Aber jetzt haben wir seit ein paar Tagen wieder geöffnet. Das Wetter spielt mit, da sind wir ganz glücklich drüber. Ja, und Sie können sich jetzt in unserem Garten ein schönes Plätzchen suchen und den leckeren Kuchen genießen. Worauf achtet ihr? Also wenn ich jetzt zu euch als Gast komme, gehe ich mit Maske zu den Tischen? Wie funktioniert es bei euch? Ja, also das ist so wie überall. Man muss also, wenn man ins zum Lokal kommt, die Maske tragen, im Außenbereich überall die Maske aufbehalten, außer man setzt sich an den Tisch. Wenn man zur Toilette geht, muss man natürlich auch die Maske aufsetzen. Und wir haben ein Desinfizierspray da, da kann sich jeder die Hände reinigen, wenn er kommt gleich. Wir haben genug Platz zwischen den Tischen. Im Gastraum selbst haben wir auch Tische rausgenommen, damit der Abstand gewährleistet ist. Und wir haben zusätzlich regulär Tische oben in der Galerie. Okay. Und wie ist es denn also angelaufen bei euch? Also sind die Gäste ganz froh, ganz glücklich, ganz herzerwärmend? Oder wie fühlt ihr euch so die ersten Tage? Ja, es ist wirklich so. Die Leute kommen, wir kennen viele von ihnen sehr gut. Die kommen aus Wismar, Schwerin und Umgebung. Und die freuen sich einfach wahnsinnig, dass sie wieder zu uns kommen können. Also wir hatten so viele strahlende Gesichter jetzt übers Wochenende und dankbare Gesichter. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass sie uns treu geblieben sind, trotz der langen Pause. Und wie fühlt sich das für euch an, jetzt wieder arbeiten zu können? Ja, großartig. Also das Wetter ist so schön. Wir können raus. Es ist perfekt. Also schöner könnte es nicht sein. Vielen herzlichen Dank. Ich schaue mich gleich noch mal ein bisschen um und du zeigst mir noch ein paar Sachen. Na klar. Würde ich sagen. Okay. Gerne. Zu den Sicherheitsvorkehrungen im Café Frieda zählt außerdem die Luca-App, mit der sich Gäste einloggen können. Wer die App nicht hat, muss seine Anschrift hinterlassen. Moni möchte das Café aber auch von innen erleben, also Maske auf, der Corona-Test ist negativ ausgefallen, dann steht der Inspektion nichts mehr im Wege. Nur wer einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann, geimpft oder genesen ist, darf im Innenraum des Cafés sitzen. So besagt es die Landesverordnung. Kathi, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Ich komme in jedem Fall wieder. Liebe Zuschauer, von Ihnen verabschiede ich mich. Café Frieda ist in jedem Fall ein Besuch wert. Und auch unser nächster MV-Reporter wird in jedem Fall sehr, sehr, sehr spannend. In dem Sinne, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss, Kathi. Besuchen Sie die wunderbare Insel Pöhl. Diese hat eine wechselvolle Geschichte. Sie gehörte einst zur Hälfte den Schweden und zur anderen einem Lübecker Kloster. Die Torten im Café Frieda schmecken zwar nicht nach Geschichte, aber nach viel Erfahrung und Leidenschaft.